Hier gibt es Cookies, Cakes und das Ganze auf meinem Kanal und in meiner besonderen Ecke, denn wir sind hier in der Sweet Kitchen. Mein Name ist Lady Luga und ich begrüße dich hier bei Luga kocht. Und heute, ja, würde ich sagen, kochen wir nicht, sondern wir backen, denn heute machen wir einen Nutella Cheesecake, der eigentlich schon überall sehr viel Eindruck macht, würde ich sagen. Ich habe einmal für dich die Liste, was wir alles brauchen werden. Dann also einmal für den Boden, einmal für die Füllung und natürlich für den Guss. Wie du das Ganze am Ende garnierst, ist natürlich dir überlassen. Ich habe mich hier für krokant entschieden. Du kannst aber natürlich auch alternativ gerne Haferkeks benutzen. Und ja, wir sind hier bei 30 bis 40 Minuten Zubereitungszeit und kühlen sollte der so um die 8 Stunden. Also wenn du das Ganze planst für einen Geburtstag, dann am besten einen Tag vorher und dann über Nacht in den Kühlschrank stellen. Dann ist er auf jeden Fall super leicht zu schneiden und ist auch schön fest. Wir haben hier einen Keksboden aus Haferkeksen, das heißt, wir müssen hier nicht backen. Das ist tatsächlich ein reines Kühlungserlebnis. Und als erstes würde ich sagen, fangen wir mit dem Boden an. Ich nehme hier meine Waage und die Haferkekse dazu. Ich habe hier so einen kernige Haferkekse genommen, 165 Gramm. Dann kannst du natürlich auch abziehen, kannst auch, wenn du den Boden entdicken, ein bisschen dicker magst, natürlich auch ein bisschen mehr nehmen. Ich mache das Ganze in die Tüte, hau das Ganze jetzt auch klein. Falls du einen Mixer hast, kannst du natürlich auch da die Kekse reinmachen und das Ganze dort zerkleinern. Ich habe es nicht, ich mache es auf die ganz alte Art und Weise, einfach mit einem Nudelholz. Dann nehme ich 60 Gramm Butter, habe die einmal kurz in die Mikrowelle gegeben, damit die geschmolzen ist. Dazu kommt jetzt 30 Gramm Nutella. Dann geben wir 2 Esslöffel gemahlene Haselnüsse dazu. Du kannst aber auch hier Krokant nehmen, statt Haselnüsse, wie du das Ganze magst. Und dann natürlich unsere Haferkekse. Du brauchst hierfür übrigens eine Springform im Durchmesser so um die 20 cm. Am besten dann auch mit Backpapier auslegen. Du kannst auch alternativ so ein Spray benutzen, so ein Backspray, damit das da nicht festbappt und du das natürlich dann am Ende auch abkriegst, das Ganze. Ja, ich habe das jetzt einfach alles reingegeben in die Springform und in einem Akt des Drehen und Klopfens mache ich hier meinen leckeren Keksboden. Der ist übrigens alleine schon wirklich super lecker, muss ich sagen. Also der Boden hat es schon in sich. Dann gehen wir zum zweiten Schritt. Da brauchen wir jetzt den Frischkäse. Da sind wir bei 520 Gramm. Da wird einmal ordentlich ausgekratzt. Dann kommt noch Creme Fraiche dazu. 400 Gramm. Ich hatte noch einen offenen Becher, den habe ich da auch mit reingepackt. Dann kannst du schon mal deinen Puderzucker holen und die Nutella hast du hoffentlich nicht zu weit weggestellt. Wir brauchen nämlich von der Nutella gleich 400 Gramm und vom Puderzucker brauchen wir 80 Gramm. Also Frischkäse, Creme Fraiche, Puderzucker und die Nutella, alles einmal rein und dann, ich würde sagen, miteinander glatt rühren. Klumpen sollten hier eigentlich nicht entstehen, falls ja, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Wenn du ein bisschen festeren Puderzucker hast, dann kannst du gerne auch ein Sieb benutzen und kannst das dann reinsieben. Dann ist das ein bisschen feiner. Ich mache das hier mit dem Mixer, das geht dann sowieso alles klein. Und dann sieht das schon ziemlich lecker aus. Erinnert so ein bisschen an Schokokuchenteig tatsächlich, ist aber unsere Füllung. Die kommt jetzt nämlich auch auf den Keksboden. Und hier müssen wir das Ganze tatsächlich auch mit Folie abdecken. Da werden wir nicht drum herum kommen. Aber erst einmal wird jetzt alles schön glatt gestrichen. Ich habe hier so eine Silikonform. Die finde ich tatsächlich super. Ich nehme auch heute mal Alufolie. Und wenn dir das Ganze bisher schon gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du abonnierst. Das gefällt mir nämlich. Und die Glocke aktivierst, damit auch kein weiteres Rezept verpasst. Das Ganze wird jetzt 8 Stunden oder wie gesagt über Nacht kalt gestellt. Ist das Ganze passiert, kümmern wir uns um den Guss.
Das heißt, die Kuvertüre wird fein gehabt. Ich habe hier 75 Gramm Zartbitterkuvertüre. Wenn dir das nicht so ganz zusagt, dann kannst du natürlich auch gerne Vollmilch nehmen oder Haselnuss. Passt natürlich auch ganz gut dazu. Die Sahne, die wird jetzt kurz aufgekocht im Hintergrund. Und jetzt kommt die Kuvertüre zu der Sahne und wird einfach untergerührt. Dann kommt noch ein Teelöffel Butter dazu. Das Ganze wird schön verrührt. Entweder machst du es mit einem Löffel oder du kannst hier natürlich auch einen Pürierstab nehmen. So, mein Kuchen ist schon mal schön ausgekühlt. Das heißt, die Alufolie, die kommt jetzt ab. Die benutze ich auch später nochmal, wenn der Kuchen nicht aufgegessen wird. Ich muss sagen, durch die Silikonform ging das tatsächlich ziemlich gut ab. Und ich nehme auch gleich nochmal, ich glaube Spachtel nennt sich das, und gehe nochmal natürlich über den Rand und mache das natürlich alles in eine schöne Form, weil jetzt sieht es natürlich ein bisschen komisch aus. Aber wir machen jetzt einmal alles schön wieder und packen das wieder in die Form, wie es sein soll. Deswegen ist es super wichtig, dass der wirklich auskühlt, sonst läuft dir das alles runter. Denn jetzt kommt auch noch unsere Kuvertüre drüber. Und ich verstreiche das Ganze natürlich auch. Schau, dass sie nicht zu heiß ist. Also frisch gekocht sollte sie nun wirklich nicht sein. Jetzt kommt die auch nochmal drüber. Ich lasse die auch am Rand so ein bisschen runterlaufen. Und schmier auch nochmal mit meinem Spachtel hier die Seite mit der Schokolade, damit hier auch wirklich alles zu ist. Und ich mache hier noch einen Krokantrand drüber. Kannst wie gesagt auch Haselnüsse nehmen oder du nimmst noch Haferkekse, malst die kleinen und machst die rüber. Wie du das Ganze gestaltest, ist natürlich dir überlassen. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was du machen würdest als Dekoration. Ich finde so ganz einfach, klassisch, sieht eigentlich ziemlich lecker aus. Hat auch super lecker geschmeckt. Das Ganze ergibt natürlich 12 Stücke, hält sich gekühlt für mindestens 3 Tage. Du kannst auch, wie gesagt, für das leichte Knistern im Mund gerne den Krokant nehmen, so wie ich das gemacht habe. Und dann wird das Ganze angeschnitten und wenn alles gut gelaufen ist, ich habe hier nochmal schön einen Krokantring auf den Teller getan, dann kommt das Ganze jetzt schön raus und wird auf unseren Teller gehoben. Auch wenn wir die Spitze verloren haben, das ist Hatzkuchen an sich, der nicht gebacken wird. Sieht trotzdem schön aus. Und schmeckt super lecker. Ich glaube, für Kinderpartys ist das der absolute Hingucker. Und auch für kleine Naschkatzen wie dich, wenn du dir mal was gönnen möchtest, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit und freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Ciao!